Dominik Böhmert ist glücklich mit Pia verheiratet. Als vor einem Jahr Sohn Louis das Licht der Welt erblickt, ist sein Glück perfekt. Wenn nicht die ständigen Geldsorgen wären. Denn von Dominiks magerem Gehalt als Barkeeper kann sich die Familie keine großen Sprünge leisten. Seine fixe Idee, die Finanzen mit Glücksspiel aufzubessern, ging gründlich schief. Der Familienvater ist nun hoch verschuldet. Getrieben von seiner Geldnot ging er vor 2 Monaten auf das Angebot eines flüchtigen Bekannten ein und verdingt sich als Callboy für betuchte Frauen. Eine davon ist Jessica Siebenich. Oh, wir haben doch so viel Spaß gehabt, das können wir doch noch mal wiederholen. Ist überhaupt kein Problem. Jessica. Ich bezahle dich und alles ist okay. Komm. Jessica, ich muss wirklich los. Es ist zu spät. Komm. Bitte. Ach, Quatsch, komm. Jessica. Nein. Jessica, das geht nicht. Das ist wirklich geschäftlich. Du weißt. Wieso bist du denn so geschäftlich? Dominik. Weil es ist ein Geschäft. Guck mal, wir haben unseren Spaß. Du zahlst mir das Geld und fertig ist die Sache. So ist es nun mal. Ach, Dominik, vergiss das Geld. Jessica, bitte, wo ist es? Dominik, wo bleibt denn da die ganze Romantik? Du mal und dein scheiß Geld. Es liegt da drüben. Danke. Dominik hatte schnell viele begeisterte Stammkundinnen. Die verwitwete Jessica, deren Mann ihr bei seinem Tod ein kleines Vermögen hinterließ, hat sich allerdings hoffnungslos in den attraktiven 31-Jährigen verliebt. Jessica, da gibt's nichts zu überlegen. Ich muss jetzt los, bitte. Das ist wirklich rein beruflich. Jetzt komm. Ach, Dominik. Okay. Ist schon sehen, was du davon hast. Jessica ist es egal, dass die Beziehung für Dominik rein geschäftlich ist. Die 42-Jährige will ihn überzeugen, dass sie zusammengehören. Mit allen Mitteln. Jessica, mach die Tür auf! Jessica, mach die Tür auf! Ich will raus! Ja, bitte. Ich bin ganz Ohr. Jessica, komm, das ist nicht mehr witzig, mach die Tür auf. Aber Cherie, du weißt doch, ich kann ohne dich nicht leben. Jessica, komm, die Stunde ist rum, jetzt lass mich hier raus, komm jetzt. Dann zahle ich eben. Jessica, darum geht es nicht. Ich will gehen, wenn ich gehen will, bitte. Sag erst, dass du für immer bei mir bleibst. Sag's, ich höre nichts. Ich bleib für immer bei dir. Wie war das? Kannst du es bitte noch mal wiederholen? Ich werde immer bei dir bleiben. Das ist schön. Du machst mich so glücklich, Cherie. Was soll denn das? Komm jetzt mal. Sag mal. Hey, bleib hier. Ich flehe dich an. Dominik will einfach nur weg. Jessica sieht ihre Felle davon schwimmen und droht ihm. Aua! Sag mal. Sag mal. Ey, ganz ehrlich, Jessica, aua, wieso tust du mir das an? Jessica. Die Sache ist gelaufen, okay? Ey, nach so einer kranken Scheiße, lösch meine Nummer. Das mit uns ist aus, okay? Ich hab keinen Bock mehr darauf. Aber Dominik, aber... Was aber? Was aber, hä? Was? Du schuldest mir noch 5000 Euro. Hast du das vergessen? Die 5000 Euro kriegst du schon noch. Da mach dir mal keine Sorgen. Du bist schließlich nicht meine einzige Kundin. Dominik, wenn du jetzt gehst, dann zeig ich dich an. Wegen Körperverletzung. Du hast mich geschlagen. Was für eine Körperverletzung? Ich hab dich nicht berührt. Dominik, wehe, wenn du jetzt gehst... Ich mach das wirklich. Ich zeig dich an. Was für eine kranke Scheiße, wirklich. Was für eine kranke Scheiße hier abgelaufen ist. Auf sowas habe ich gar keinen Bock. So eine Scheißidee mit dem Callboy-Job. Aber was sollte ich machen? Mir steht das Wasser immer noch bis hier. Meine Frau darf noch nichts davon mitbekommen. Als Dominik eine halbe Stunde später nach Hause kommt, ist er wegen Jessicas Drohung, ihn anzuzeigen, noch völlig durcheinander. Und dann steht auch noch Felix vor der Tür, bei dem Dominik 1500 Euro Spielschulden hat. Der will sein Geld zurück. Zum Glück kann Dominik seinen Kumpel mit den 300 Euro, die er eben bei Jessica verdient hat, ruhig stellen. Allerdings muss er seiner Frau Pia nun erklären, warum er verschuldet ist. Du kriegst den Rest noch nächste Woche? Jetzt geh mal bitte, weil ich hab keinen Bock, dass Pia das mitbekommt. Alles klar. Okay. Spinnst du jetzt total? Was war das denn gerade? Das war nichts. Gar nichts? Wofür schuldest du diesem komischen Kerl Geld? Hey, ich rede mit dir. Pia, kannst du dich noch erinnern, als wir vor 6 Wochen die Möbel für Louis gekauft haben? Ja. Na, dafür war das Geld. Und das sagst du mir jetzt erst. Ich dachte, wir reden über solche Sachen. Wir reden doch jetzt darüber. Komm. Und warum kommst du eigentlich jetzt erst? Ich dachte, du würdest heute mal um 15 Uhr rauskommen. Mann, bei uns war so viel los, da hat mein Chef mich Überstunden machen lassen. Jetzt komm bitte.
Warum geht das denn nicht? Irgendwie glaube ich dir das nicht. Mann, dann glaub mir halt nicht. Komm, ich will jetzt duschen. Warte mal. Was ist das hier? Warum ist dein Hemd zerrissen? Mann, wir hatten aber so ein paar komische Vögel in der Bar. Die haben Stress gemacht. Bist du verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Ich habe die vor die Tür gesetzt und damit war die Sache beendet. Irgendwas stimmt doch da nicht. Seit wann gibt's bei euch in der Bar Schlägereien? Baby, das ist eine scheiß verdammte Bar, okay? Da gibt's halt nur mal Schlägereien. Sag mal, was ist denn mit dir los? Du stellst mir 1000 Fragen. Hast du heute zu viel Columbo geguckt? Übertreib mal nicht, ey. Ich mach mir doch nur Sorgen um dich. Ey, ist schon schlimm genug, dass ich hier jeden Abend mit Louis alleine rumhocken muss. Da brauchst du mich nicht noch anbrüllen, okay? Ja, du hast recht. Es tut mir leid. Mann, Dominik macht sich einfach zu viel Stress. Früher hatten wir ja auch öfters Streit, weil er sich geschämt hat, mit 31 Jahren noch in der Bar zu arbeiten. Aber mir macht das nichts aus. Mir ist es viel lieber, wenn Louis und ich dafür mehr von Dominik haben. In den nächsten 2 Tagen bombardiert Jessica ihren Callboy mit Textnachrichten und droht, ihn tatsächlich wegen Körperverletzung anzuzeigen, wenn er ihr nicht zu Diensten ist. Sollte die 42-Jährige ihre Drohung wahrmachen, würde Dominiks Ehefrau Pia von seinem Nebenjob erfahren. Dominik ist klar, dass Pia ihn dann mitsamt Sohn Louis verlassen würde. Das würde der Familienvater nicht verkraften. Er bittet deshalb Rechtsanwalt Floristan Gödings, Jessica von ihrem Vorhaben abzubringen. Herr Gödings, ich bin der Rechtsanwalt von Herrn Böhmert und wir wollen eigentlich ganz gerne mit Ihnen in Ruhe sprechen. Und dazu wäre es vielleicht ganz angezeigt, wenn Sie sich vielleicht was überwerfen könnten. Wieso? Haben Sie ein Problem mit schönen Frauen oder ist das jetzt ein Problem für Sie? Komm, Jessica, bitte. Komm. Die Spielchen sind vorbei, wirklich. Das sind keine Spielchen. Ein netter junger Mann. Also ich komme mal ganz kurz zum Punkt, warum wir hier sind. Es geht darum, dass Sie hier mit einer Anzeige wegen Körperverletzung gedroht haben, meinem Mandanten gegenüber, die Hand aufs Herz natürlich völlig haltlos ist. Und ich bin auch hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Fall, bevor Sie nicht auch juristisch strafbar ist. Ja? Also Sie haben meinen Mandanten gegen dessen Willen festgehalten. Also Anzeige, das ist ja absolut lächerlich. Dominik, lächerlich. Wieso tust du mir das an? Ich habe nie gesagt, dass Herr Böhmert, Frau Siebenich, Herr Böhmert möchte, dass Sie das Verhältnis zwischen Ihnen beiden ausschließlich geschäftlich sehen und darüber hinaus wünscht Herr Böhmert keinen Kontakt mehr. Und weil Sie das hier in einer Tour ignorieren, bin ich da, um Ihnen auch mal vor Augen zu halten, dass das juristische Konsequenzen hat, was ja. Wir machen. Dominik, wir passen doch so gut zusammen, das weiß ich und das habe ich sofort gespürt. Und Dominik, das hast du doch auch sofort gespürt. Sag mal, geht's bei dir noch? Du hast mich für Sex bezahlt und mehr war da nicht. Mehr ist da nie gewesen und mehr wird da auch nie sein. Warum verstehst du das denn nicht? Das ist hier der letzte Versuch, hier außergerichtlich in einem vernünftigen Gespräch zu einem Ergebnis zu kommen. Und das haben Sie auch nur meinem Mandanten zu verdanken. Ja. Ich würde da anders vorgehen. Verstehen Sie bitte, dass das erhebliche Konsequenzen für Sie haben kann, wenn Sie hier weitermachen, wenn Sie nicht aufhören. Haben Sie das verstanden? Kommt das an? Ja, ich habe ja verstanden. Es ist gut. Hört auf. Dominik, ich werde dich für immer in Ruhe lassen. Auch wenn mein Herz mir was anderes sagt. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich erstaunt, wie das Ganze gelaufen ist. Ich hätte gedacht, dass die Sache richtig eskaliert. Na, wahrscheinlich wäre es auch so gewesen, wenn mein Anwalt nicht dabei gewesen wäre. Ich hoffe nur, dass sie es geschnallt hat und dass sie mich ab jetzt nicht mehr belästigen wird. Das Gespräch zwischen Dominik, Jessica und Anwalt Floristan Gödings hat offenbar gewirkt. Seit einer Woche belästigt Jessica Dominik nicht mehr. Doch als Pia ihm ihre neue Bekannte vorstellt, die sie vor 2 Tagen in ihrem Stammcafé kennengelernt hat, trifft ihn fast der Schlag. Darf ich vorstellen? Das ist Dominik, mein Götzergatze. Meistens jedenfalls. Das ist Jessica. Wir haben uns vor ein paar Tagen hier kennengelernt und uns überlegt, hier in der Nähe ein Spielcafé für Mütter und Kinder aufzumachen. Hey. Freut mich. Und mich erst. Was ein schöner Name. Ihr seid wirklich ein schönes Paar. Passt gut zusammen. Danke sehr. Bitte sehr. Baby, können wir jetzt gehen? Weil ich muss echt wirklich jetzt nach Hause kommen. Sei doch nicht so unfreundlich. Ich bin nicht unfreundlich, ich bin nach Hause. Warte. Baby. Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber vielleicht hast du... Was hat er denn? Vielleicht hast du... Weiß ich nicht. Ist er immer so? Nein. Er meint es nicht so. Nein, aber wir haben es wirklich eilig. Wir müssen jetzt gehen. Arbeitsstress. Also vielleicht hast du mal Lust, in den nächsten Tagen bei uns vorbeizukommen. Was? Zum Essen. Nein. Wir könnten über die Idee mit dem Spielcafé reden. Dominik könnte dir gerne auch ein paar Tipps geben. Er kommt auch aus der Gastronomie. Ja, gerne. Spielcafé. So eigentlich nicht. Aber jetzt möchte ich euch auch nicht länger stören. Das tust du nicht. Doch, Pia, doch. Ich weiß schon, wann es Zeit ist zu gehen. Glaub mir, Pia. Dominik, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Vielleicht... Pia.
telefonieren. Gerne. Ja, ich melde mich. Ich rufe dich an. Meine Nummer hast du? Mhm. Ruf an. Was hältst du von nächster Woche? Baby. Tschüss jetzt. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Baby, ist es dein Ernst? Du kannst doch nicht irgendwelche wildfremden Leute hier zu uns einladen. Warum bist du denn jetzt so aggro? Ich finde Jessicas Idee mit dem Spielcafé für Mütter und Kinder super. Ich bin nicht aggro. Was für ein Spielcafé? Sie hat mir sogar angeboten, dort stundenweise auszuhelfen. Das wäre für mich eine schöne Abwechslung und wir könnten uns noch etwas dazu verdienen nebenbei. Und mit Luis ist sie auch total auf einer Wellenlänge, aber sowas von. Baby, das ist nicht dein Ernst, oder? Du kennst die Frau doch überhaupt nicht. Schatz, du lernst auf deiner Arbeit in der Bar jeden Tag neue Leute kennen und ich hocke zu Hause. Hast du jetzt was dagegen, dass ich eine Freundin kennenlerne? Das eine kannst du doch nicht mit dem anderen vergleichen. Nein, aber was ist, wenn es eine Verrückte ist? Siehst du nicht irgendeinen Kerl, den ich aufgegabelt habe? Du brauchst also nicht eifersüchtig zu sein. Ich bin nicht eifersüchtig. Es geht mir nur darum, dass ich nicht irgendwelche wildfremden Leute bei mir zu Hause am Abendessenstisch haben will. Kannst du es nicht verstehen? Wildfremd? Wir sind doch jetzt dabei, sie kennenzulernen. Komm, sei kein Frosch. Baby, ich will das nicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der. Schatz, du wirst sehen, sie ist sehr sympathisch. Dominik soll mal froh sein, dass ich nicht so eine Glucke bin, die nur zu Hause rumhockt. Ich meine, es ist doch schön, neue Leute kennenzulernen. Warum gönnt er mir das denn nicht? Und Jessica war mir von Anfang an sympathisch. Wenn das Essen blöd laufen sollte, brauchen wir es ja nicht zu wiederholen. Jessica ist jetzt wohl total übergeschnappt. Wenn die nicht die Finger von meiner Familie lässt, dann vergesse ich mich. Vergeblich versucht Dominik am nächsten Tag, Jessica von weiteren Treffen mit Pia abzubringen. Aber er kann seine ehemalige Stammkundin nicht erreichen. Als er abends von der Arbeit kommt, muss er entsetzt feststellen, dass es dafür auch bereits zu spät ist. Sag mal, bist du jetzt vollkommen verrückt geworden? Ey, was anderes fällt mir zu dir nicht mehr ein. Mach sofort, dass du rauskommst. Lass mich in meine Familie in Ruhe. Ach, das findest du auch noch lustig, ja? Ich weiß gar nicht, was du hast. Deine Frau ist wirklich nett. Vielleicht werden wir beide sogar noch richtig gute Freundinnen. Du, dann würden wir uns auch wieder öfter sehen, Chérie. Mach, dass du rauskommst. Komm, verschwinde. Raus. Lass mich, meine Frau und lass vor allem Luis in Ruhe. Hast du verstanden? Wenn du so weitermachst, dann werde ich der lieben Pia vielleicht mal deine kleine Annonce schicken. Anscheinend ist sie ja auch manchmal etwas einsam, oder? Mach das bitte nicht. Hörst du? Dominik, du gehörst jetzt mir. Ich sage dir, wann und wo wir uns treffen und dann schwebst du zu mir. Du bist wirklich das Allerletzte, ey. Ich verstehe ja, dass du deine kleine Familie noch eine Weile behalten möchtest. Aber keine Sorge, ich warte auf dich. Denn ich weiß, unsere Liebe ist das Stärkste, was es gibt auf dieser Welt. Na, alles okay bei euch beiden? Ja, klar. Du, Dominik wollte mir gerade was von seinem Job erzählen. Na, das kann er jetzt beim Essen gleich weitermachen. Soll ich dir helfen? Oh ja, sehr gerne. Okay, mach ich gerne. Komm. Ja klar, logisch. Bis gleich. Bis gleich, Dominik. Diese Irre will mich fertig machen und die wird nicht aufhören, solange ich Pia nicht die Wahrheit gesagt habe. Aber ich kann das nicht. Ich kann das einfach noch nicht. Ich muss noch mal mit dem Anwalt reden. Das kann so nicht weitergehen. Jessicas Eindringen in seine Privatsphäre hat Dominik klargemacht, dass er seine Erpresserin ohne fremde Hilfe nicht los wird. Am nächsten Tag konsultiert er Floristan Gödings. Der Anwalt rät dem 31-jährigen Pia, die Wahrheit zu sagen. Damit würde er Jessica die Grundlage für die Erpressung nehmen. Er ist ungehalten darüber, dass Dominik sich so dagegen wehrt und redet ihm ins Gewissen. Wenn Sie der Situation hier keinen Riegel vorschieben, dann wird sich die Lage für Sie nicht ändern. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich ihr einen Riegel vorschieben kann. Und ich kann meine Frau da nicht mit reinziehen. Ich habe sie jetzt so oft belogen, die verlässt mich. Aber es ist doch besser, wenn sie die Wahrheit von Ihnen erfährt. Es ist um einiges besser. Denn dieses Geheimnis, das wird ans Tageslicht kommen. Und stellen Sie sich vor, die Jessica würde Ihre Frau das erzählen. Ja? Das wäre doch viel schlimmer. So erlauben Sie Ihrer Frau wenigstens einzusehen, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Und ansonsten, wenn Sie das nicht machen, dann wird dieses Lügenkonstrukt, was Sie hier aufbauen, von Tag zu Tag nur noch größer. Deswegen müssen wir Jessica von meiner Familie fernhalten. Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Gut, also man könnte natürlich hier noch eine Bannmeile erwirken. Das würde noch ein bisschen Luft in die Sache reinbringen für Sie. Was ist das genau? Nun, also Sie müssten hier tatsächlich minutiös Protokoll führen. Das heißt, Sie müssten jegliche Belästigung, Anrufe, Kontaktversuche eben immer protokollieren. Und dann könnte man eben im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes hier im Eilverfahren so eine Bannmeile erwirken. Das bedeutet ganz konkret, wenn sich diese Stalkerin eben Ihnen nochmal gegenüber nähert oder Kontakt aufnimmt, dann macht die Sie strafbar. Ja, das hört sich ja alles nicht so schlecht an. Das Problem an der ganzen Sache ist nur wieder,
es muss halt vors Gericht. Und wenn irgendwas vors Gericht geht, kriege ich Post. Und wenn ich Post kriege, nimmt meine Frau den Brief, öffnet ihn und sieht es und flippt aus. Gut, also Herr Bimmert, ich sage Ihnen auch nur, was juristisch möglich ist. Und wenn wir es so ähnlich machen wie beim ersten Mal? Nur, dass Sie diesmal das mit der Bannmeile Jessica erzählen. Und vielleicht bekommt sie ja Angst. Sie meinen, dass man hier so eine Art Drohkulisse aufbaut? Ja, aber Sie müssen mich auch verstehen. Ich kann einfach nicht zulassen, dass meine Familie damit reingezogen wird. Verstehen Sie? Wenn meine Frau davon Wind bekommt, dann nimmt sie meinen kleinen Sohn und verlässt mich. Da hat sich Herr Böhmert wirklich in eine missliche Lage manövriert. Und eine psychische Belastung ist das Ganze natürlich auch. Naja, also ich hoffe, dass wenn ich mit Frau Siebenich rede, dass ich ihr klar machen kann, dass da enorme juristische Konsequenzen drohen, wenn sie so weitermacht. Noch am selben Tag versucht Anwalt Florestan Gödings, Jessica zur Einsicht zu bringen. Doch selbst die Androhung massiver juristischer Konsequenzen, sollte sie Dominik nicht in Ruhe lassen, beeindruckt die 42-jährige Stalkerin nicht. Es geht darum, dass ich Ihnen hier vor Augen führen möchte, dass das drastische Konsequenzen hat, wenn Sie hier so weitermachen. Und dass mein Mandant erwägt, hier eine Bannmeile gegen Sie erwirken zu lassen. Bannmeile? Das klingt ja fast wie Fanmeile. Tja, also Frau Siebenich, ich bleib da gerne in Ihrem Jargon. Es ist genau das Gegenteil. Es ist ein Gebiet, wo Fans bzw. Stalkerinnen nichts zu suchen haben. Ach, Juristen, ihr redet immer so geschwollen. Es geht hier um Liebe, nicht um irgendwelche Gesetze. Aber das verstehen solche Leute wie Sie wahrscheinlich gar nicht. Also Frau Siebenich, es geht nicht darum, was ich verstehe. Es geht darum, dass Sie etwas nicht verstehen. Und Sie sollten diese ganze Sache hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, immerhin ist es der ausdrückliche Wunsch von Herrn Böhmer, dass Sie hier aufhören mit diesen Kontaktversuchen. Sie wissen doch, dass Nachstellungen strafrechtlich relevant sind und zwar nicht unerheblich. Ach, Dominik, der weiß doch gar nicht, was gut für ihn ist. Wissen Sie was, ich finde das auch ganz nett, dass Sie mich besucht haben, aber ich glaube, dass ein Gesetz die Liebe zwischen zwei Menschen nicht verhindern kann. Also gut, wie gesagt, ich habe es jetzt noch mal versucht. Das ist die letzte Chance, die ich Ihnen geben kann, um diese ganze Angelegenheit außergerichtlich und gütlich vor allen Dingen zu beenden. Was ist das jetzt? Ich habe schließlich noch mein eigenes Programm hier. Das sehe ich, Frau Siebenich, und Sie sollten dieses Programm mal dringend umschalten. Ja? Jetzt machen wir das so, das war es aus meiner Sicht. Und wenn Sie tatsächlich hier noch mal was machen, wenn Sie die Nachstellung nicht aufhören, dann garantiere ich Ihnen, bekommen Sie Post. Und das ist keine Liebespost. Wissen Sie was? Ich möchte Sie jetzt bitten, hier zu gehen, meine Räumlichkeiten zu verlassen. Und Ihr blasiertes Auftreten können Sie sich für den nächsten Mandanten aufsparen. Das habe ich nämlich nicht nötig in meiner Wohnung. Mein nächster Mandant auch bitte. Nicht. Ich finde die Tür. Dankeschön. Bitte. Ich glaube nicht, dass Frau Siebe nicht verstanden hat, worum es hier eigentlich geht. Anscheinend kann oder will sie nicht sehen, dass sie Herrn Böhmer terrorisiert. Und sollte sie in Zukunft keine Einsicht zeigen, dann muss Herr Böhmert eine Entscheidung treffen, sonst kann ich ihm nicht weiterhelfen. Die nervliche Dauerbelastung wegen der Erpressung und der längst nicht abbezahlten Schulden sowie seine anstrengenden Nachtschichten in der Bar zehren stark an Dominiks Nerven. Die Eheleute Pia und Dominik verbringen kaum noch Zeit miteinander. Ihre Beziehung ist bereits stark angespannt. Als auch noch Jessica Dominik per SMS zu sich bestellt und er Pia erneut eine Notlüge auftischen muss, will der Familienvater ein letztes Mal versuchen, Jessica mit vernünftigen Argumenten von ihrer falsch verstandenen Liebe abzubringen. Hör zu, ich liebe meine Frau, ich mach das nicht mehr. Reg dich doch nicht so auf, das weiß ich doch, aber mich liebst du doch auch. Sag mal, wie stellst du dir das denn eigentlich vor? Meine Ehe ist kaputt? Ach, du Armer. Ja, aber ich will einfach nicht so springen wie ein Hündchen jedes Mal, wenn du das sagst. Och Gottchen, sei doch nicht so dramatisch. Komm, zieh dich aus und lass uns Liebe machen. Nein, genau darum geht es. Ich mach das nicht mehr mit, okay? Vergiss es. Dummerchen, du wirst tun, was ich dir sage. Ohne Widerrede. Und Geld würdest du dafür bestimmt gar nicht mehr bekommen. Ach, denkst du, ich habe freiwillig mit dir geschlafen, ja? Glaubst du, das hat mir Spaß gemacht? Ja klar, hast du das. Außerdem, komm, ich möchte dir mal was zeigen. Nein, ich will das nicht sehen. Pass mal auf. Wenn du jetzt gehst, dann muss ich meiner neuen Freundin Pia aber leider etwas zeigen. Halt Pia da raus, okay? Setz dich bitte hin, ich möchte dir auch was zeigen. Jessicas Uneinsichtigkeit lässt Dominik verzweifeln. Und was er jetzt zu sehen bekommt, reißt ihm den Boden unter den Füßen weg. Du hast uns gefilmt. Das sind wir. Du hast hier eine Kamera aufgestellt. Soll ich dir was sagen? Ich habe eine schöne kleine Sammlung. Nur wir beide. Nein, ich habe das dir nicht erlaubt. Was soll das? Das brauchst du mir nicht. Wohl. Das brauchst du mir nicht zu erlauben. Das ist meine Wohnung. Ich kann nicht tun, was ich will. Nein. Also, soll ich Pia jetzt zum Videoabend einladen oder nicht? Nee. Komm. Ich,
ich lasse mich nicht erpressen. Du bist einfach nur geisteskrank. Du bist das Allerletzte. Dieser Albtraum kann nicht weitergehen. Ich muss Pia jetzt wirklich die Wahrheit sagen, sonst komme ich da nie raus. Dominik verliert keine Zeit und legt eine Stunde später bei Pia ein umfassendes Geständnis an. Er erzählt ihr von den Spielschulden, seinem Job als Callboy und Jessicas Erpressung. Er ist zwar froh, der Frau, die er liebt, endlich die Wahrheit gesagt zu haben, fürchtet sich aber vor ihrer Reaktion. Pia, was soll ich denn machen? Gehen! Und dann bist du glücklich, oder wie, wenn ich einfach jetzt gehe? Sag mir, was ich tun soll, und ich tu's. Gehen, hab ich dir schon mal gesagt. Pia, ich kann nicht gehen. Ich kämpfe um meine Familie. Sag mir, dass es ein beschissener Scherz ist! Sag es mir! Guck mich an! Pia... Bitte. Bitte geh nicht. Du hast jetzt Funkstille. Ist dir eigentlich klar? Hast du mal nachgedacht, während du geb***t hast, dass du alles, was du alles kaputt machst? Nicht nur unsere Zukunft, nein, auch die Zukunft deines Sohnes. Pia... Was ist das für ein Plan? Du gehst bitte, als billiger Stricher läufst du durch die Stadt und f***st irgendwelche notgeilen Damen. Ich weiß, dass es nicht scheiß Idee war. Ich weiß das. Ja? Aber wenn du jetzt wegrennst, dann wird das auch nicht... Pia, ich habe das doch nicht gemacht, weil es mir Spaß macht, sondern... Das Krasseste ist noch, du lässt eine deiner Schlampen an unserem Esstisch sitzen. Ja, aber das war nicht meine Idee. Habt ihr euch noch dann aufgegeilt, oder was? Nein, natürlich nicht. Schön für dumm habt ihr mich verkauft und bestimmt habe ich noch richtig lustig drüber gemacht. Nein, ich wollte das verhindern. Pia, ich wollte das verhindern, das weißt du, ich hab's dir immer gesagt. Du bist bestimmt nicht derjenige, der brüllen sollte. Das war's. Pia, ich hab das für dich und Luis getan, verstehst du? Halt den Namen unseres Sohnes daraus. Pia, bitte. Nein, ich sag dir was, ich rede jetzt. Das war's. Ich ziehe aus und Luis nehme ich mit. Lass mich einfach durch. Ich bin so sauer auf diesen billigen, verlogenen Menschen. Aber ich muss mich jetzt zusammenreißen für Luis. Ich nehme ihn jetzt und dann gehen wir erstmal zu meinen Eltern. Dass Pia so heftig reagiert, war mir klar. Ich meine, sie hat allen Grund dazu, nach allem, was ich getan habe. Aber ich werde trotzdem um sie kämpfen. Ich werde auf jeden Fall um meine Familie kämpfen. Egal, was es mich kostet.